Ein großes Hallo und ein großes Danke. 600 Abonnenten. Das freut mich natürlich, dass diese Zahl jetzt plötzlich, ja, endlich, aber auch plötzlich dasteht. Jetzt hat sie ja die letzte Woche, hat sie ja da zwischen 595 und 97, 98 so hin und her gependelt. Seit gestern 600 Abonnenten. Wahrscheinlich pendelt es wieder, ist klar. Aber danke einmal, dass ich diese Zahl erreicht habe. Das freut mich sehr. Dann zur Frage von Günther im Kommentar vom Video von gestern, wo ich das Wartvideo gezeigt habe über diesen Güterwagen, Reinigungswagen. Dieser Güterreinigungswagen ist von der Firma Kleinbahn. Die Firma wurde 1947 gegründet, aber leider hat die Produktion im Jahre 2021 eingestellt. Nämlich der Spielwarenerzeuger Ingenieur Erich Klein, der diese Firma gegründet hat, ist eben, glaube ich, 21 oder 20 gestorben. Und dann hat man die ganze Firma Produktion eingestellt, weil es auch eben Schwierigkeiten im Verkauf gegeben hat. Ich glaube, es war nicht mehr so eben, dass diese Firma viel verkauft hat. Meine Anfangsvideos auf diesem Kanal zeigen noch eine solche Kleinbahn. Ich hatte auch eine solche Anlage als Kind. So ein Starterpaket, glaube ich, mit einer Dampflok, einem ovalen Kreis und eben ein paar Waggons waren dabei, die ich mit meinem Vater damals gemeinsam auf eine Porzellplatte geklebt habe und die halt dann im Kreis gefahren ist. Das war damals so. Was diese Firma auch hatte, oder auch diese Loks der Firma Kleinbahn hatte, man hat einen Schalter gehabt, wenn man Oberleitungen auch eben installiert hat, dass man eben eine Lok fahren hat lassen können, die Strom von unten, von den Schienen bezogen hat, und eine Lok, die eben von oben von der Oberleitung den Strom genommen hat. So hat man auch mit zwei Loks auf dieser Anlage fahren können. Ich bin ja jetzt auf Rocker Digital umgestiegen, damit man eben mit mehreren Loks fahren kann. Was natürlich auf meiner Anlage ein bisschen schwierig ist, diese gleichzeitig fahren zu lassen. Noch was zum eben, ich zeige dir jetzt das, wie das ausschaut, diese Dings, weil du das gefragt hast, Günther. Eben, es ist unten ein Gewicht drauf, das ziemlich schwer ist. Da legt man einen Filz drauf. Man hat auch von dieser Firma Kleinbahn eben so ein Schienenreinigungsöl, hatte man kaufen. Ja, glücklicherweise habe ich da noch eins, so ein Fläschchen. Das träufelt man einfach drauf und dann fährt man mit dieser Güterwaggon über die Schienen und man sieht ja, die putzt ganz schön den Dreck herunter. Den Filz muss ich jetzt irgendwo anders her schauen zu bekommen und den einmal wechseln. Ja. Leider kann ich mit einer Roccobahn den nur schieben, weil sonst, dass sich der Waggon immer abhängt, also kann ich ihn nicht ziehen. Aber ich habe ja eine Kleinbahnlok, die grüne, die 1042-655. Nächstes Mal werde ich es einfach mit dieser Lok machen. Ja, wie gesagt, die 1042-655 ist auch von der Firma Kleinbahn. Die habe ich jetzt nachträglich digitalisiert. Es gibt ein Video, das verlinke ich oben rechts, damit ihr eben, wenn ihr euch das anschauen wollt, wie ich diese Lok digitalisiert habe. Ja, und so fahrt sie jetzt auch auf meiner digitalen Anlage von Rocco, so wie ihr das gestern gesehen habt. Aber danke noch einmal, dass ihr zugesehen habt, dass ihr mir ein Abo dagelassen habt. Es freut mich natürlich. Ich werde weiterhin am hier Abend, hinter mir seht ihr ja den Leuchtturm. Da gibt es demnächst ein Video hoffentlich. Und ja, schön, wenn ihr wieder mich besucht, wenn es euch gefällt und einen Daumen da lässt. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr versäumt. Und viel Freude weiterhin mit meinen Videos, so viel Freude wie ich Freude mit euren Videos habe, die ich mir immer wieder gerne ansehe. Ja, damit jetzt nicht nur ein Dankvideo war, anschließend noch ein kurzes Video, wo ich euch zeige, wie ich diese zwei lokal
das ist zwei, drei, Entschuldigung, Wagen von diesen, da waren zwei, drei Klassepersonenwagen, Gattung CL und ein Postgepäckwagen, Gattung LPW Post, und zwar aus der ehemaligen Königlichen Bayerischen Staatseisenbahn im Einsatz bei der Deutschen Bundesbahn. Das sind diese drei grünen Waggons. Wie ich es geschafft habe oder was ich geschafft habe, da an Kleinheiten eben auf diese Waggons zu bekommen, was man eben mitbekommt, aber selber eben machen muss. Und auch viel Freude eben von diesem kleinen Video, was eben diese drei Waggons betrifft. Ich bin also fertig mit dem ganzen kleinen Zeug, das zu machen. Man da oben war ja noch einfach, wo es dann problematischer wird. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird euch auch nicht besser gehen. Diese kleinen Dinge da zum Beispiel. Jetzt macht da noch ein bisschen mehr Licht, wenn es geht. Darunter. So. Also da diese Handhalterung zum Beispiel. Noch schwieriger sind diese, ich glaube, Lampen oder was das darstellen soll. Die sind immer wieder mir aus der Pinzette geflutscht. Da braucht man schon eine Zeit lang, bis man das erledigt hat. Da habe ich den mittleren Teil, sollte der Teil sein, das zeige ich euch, nicht hineingetan, weil sonst hätte die Kupplung überhaupt kein Spiel. So müsste jetzt das Ganze auf der Bahn fahren. Was ich auch aufgetan habe, ist eben das Schild, dass es von dass der Zug von Chakam nach Kötzing fährt. Muss jetzt erst selber schauen, wo auf der Karte, wo das ist in Deutschland. Ja, was cool ist, das zeige ich euch auch, und zwar beim Postwagen. Bin ich auch erst drauf gekommen. Die haben da einen Briefkasten dabei gehabt. Also man hat hingehen zum Postkasten, zum Postwagen können und da den Brief hineingeben. Was auch eben, was ihr sehen könnt, das Tor geht auf und zu schieben. Und was auch toll ist bei diesen bei dieser Bahn Set da, der Güterwagen Set, ist das, dass der schon vorbereitet ist für die Innenbeleuchtung. Das heißt, ich kann demnächst werde ich dann da noch eine Innenbeleuchtung reinmachen, also da und da kommt eine Lampe und auch hier innen soll eine Lampe rein. Wenn wir schauen, vielleicht von oben, das mache ich mit dieser SED, LDC, so wie die heißen. Ja, das ist auch was Klasses, dass das eben da bereits, dass die Sessionen so vorbereitet sind, dass man da gar nicht mehr was links. Sie bekommen dann über die Räder eben, die sind an diesem Messingblatt oder ja, eben direkt aufgehängt, bekommen so das Licht. Also soweit eben, wenn dann diese Waggons fertig bestückt sind, auch mit den ganzen kleinen Dingen, die man eben selber drauf machen muss. Jetzt ist das rausgefallen. Mal schauen. Ah, warte, das ist verkehrt. So. Okay, das ist aber auch deswegen, weil der noch nicht zu ist. Gut, passt. Ja, so viel einmal zu den Waggons mit der Ausstattung. Also es war ziemlich eine Arbeit.